Denn wir haben ja entgegen der Behauptung von Angela Merkel, unsere Grenzen seien ja angeblich nicht zu schützen, viel zu lang, viel zu schwer, viel zu viele Berge, viel zu viele grüne Wiesen, unmöglich. Unmöglich, kann man nicht machen, haben wir gesehen zum G20-Gipfel, als die Politiker sich in der Elbphilharmonie hier irgendwie Beethoven angehört haben, während die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde und sich selber einen gemütlichen Abend zu machen, ihr eigenes Leben zu schützen, da ging das ja plötzlich doch mit der Grenzsicherung zu Land, zu Wasser und in der Luft. Was haben wir festgestellt? Nach ein paar Tagen? Tausende illegale Grenzübertritte in das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und Hunderte von Vollstreckungen von Haftbefehlen. Das muss man sich mal vorstellen. Und da soll mir noch mal jemand sagen, dass offene Grenzen weiterhin Sinn machen und dass unsere Staatsgrenzen nicht zu sichern sind. Es ist das Gebot der Stunde, die deutschen Grenzen endlich wieder zu kontrollieren. Wir brauchen einen Grenzschutz. Schloss Elmau war genau das Gleiche. Das konnte man wunderbar auch bei einem Buch von Robin Alexander nachlesen. Da wurde dann alles verlegt. Man war eigentlich fertig im Jahr 2015 und dann ist ja Folgendes passiert, und zwar nichts. Nichts. Es ist eine illegale Grenzöffnung der Bundesrepublik Deutschland. Es ist eine Politik ohne Mandat. Und diese Bundesregierung verstößt gegen das deutsche Asylgesetz, gegen das deutsche Grundgesetz und gegen das europäische Abkommen wie Dublin III. Das ist rechtswidrig und illegal. Und das ist auch der Grund, warum die AfD als erste Amtshandlung im Deutschen Bundestag einen Untersuchungsausschuss Angela Merkel initiieren will, die wenn Sie mich fragen, gehört auch nach Ihrer Amtszeit vor ein ordentliches Gericht und muss sich vor einem Richter. Ja. Denn das hat sie getan in 12 Jahren. Was hat Angela Merkel unserem Land angetan? Das ist eine Schande. Das ist eine Schande. Sie merken auch, ich bin typische Wutbürgerin. Und ich gebe es zu. Ich gebe es wirklich zu. Mir wird dann schon so richtig warm, wenn ich nicht gerade die Bachblütentropfen-Tee oder Hagebuttenbeutel davor zu mir genommen habe. Oder wenn ich mich gerade in einer Talkshow voll zusammenreißen muss, um nicht in irgendeiner Form ausfällig zu werden. Denn in der Tat, wir sind alle in der AfD, wir kommen alle aus der Mitte der Gesellschaft. Wir haben alle einen Beruf ausgeübt oder üben einen Beruf aus. Und wir sind in die Politik gegangen, in die Alternative für Deutschland, weil uns die Hutschnur gerissen ist und weil wir mit den Zuständen in unserem Land nicht mehr einverstanden sind. Dann schauen wir uns einfach nochmal an, was mit unserem Land passiert ist. Es ist ja nicht nur, dass wir enteignet werden und in Grund und Boden versteuert. Nein, die innere Sicherheit innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist komplett erodiert. Denn was sagen die Zahlen aus dem Jahr 2016? Was ist denn passiert? Wir haben einen Anstieg über die Kriminalstatistik von tatverdächtigen Asylbewerbern von 53% innerhalb eines Jahres. Und wenn wir dann mal unter die Rubrik Mord schauen, dann haben wir es mit einem Anstieg von tatverdächtigen Asylbewerbern von 100% innerhalb eines Jahres zu tun. 100%, eine Verdoppelung der tatverdächtigen Asylbewerber bei Mord.
120%, sehr geehrte Damen und Herren. Eine 120%ige Steigerung von tatverdächtigen Asylbewerbern in der Rubrik Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Wir wissen alle, was das heißt. Nachher kriegen die dann noch eine Bewährungsstrafe. Wenn man das kultursensibel bewertet. Das haben wir auch schon gehabt. Und jetzt noch eine letzte Zahl. Gruppenvergewaltigung. Dort haben wir einen Anstieg von tatverdächtigen Asylbewerbern innerhalb eines Jahres 2016 von 130%. Und da soll uns nochmal die Angela Merkel und die CDU-CSU mit ihren bescheuerten Wahlplakaten nochmal daherkommen für ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Ist das eigentlich ein Witz, sehr geehrte Damen und Herren? Das ist ein Skandal. Die machen sich über uns lustig. Und schauen Sie mal ins CDU-Programm da rein. Das ist ein Wohlfühlzirkus, sehr geehrte Damen und Herren. Und wir werden in den Bundestag einziehen und vernünftige Politik für unser Land machen. Das kann ich nicht.